Willkommen, schönen Freitagabend. Bei mir im Studio sind Lukas Resetaritz, Monika Weinzettel, Thomas Stipschitz, Markus Mitterhuber und Viktor Gernot. Ihr werdet es ja schon mitbekommen haben, der ORF steht im Zeichen von 60 Jahre Fernsehen. Einer der Gründe, warum wir Viktor eingeladen haben. Ich war vom ersten Tag an war ich dabei. Ja, genau. Grundsteinlegung damals. Und das hat mir damals schon nicht gefallen. Wir sind so quasi der Vorbote für die lange Nacht des Kabarets und der Satire. Bitte, heute auf diesem Kanal geht es weiter. Die Altmeister sind dabei und die auch, also aus der damaligen Sicht gesprochen, Jungspunde. Denn eröffnen wird diesen Reigen der lange Nacht des Kabarets und der Satire, unter anderem Viktor Gernot. Ja, aber du bist nicht alleine, mit Michael Nirvarani gemeinsam. Wer ist das? Ach, Jungspund. Wodka Orange. Oh. Kannst du bitte, wie lange 2000. Ist das her? 2000. 2000 war das, ja. 15 Jahre. Wahnsinn. Da hat Daniel hat noch dunkle Haare gehabt und war viel, viel schlanker, als es als jetzt ist. Ja? Ich bin noch Schule gegangen damals. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Das ist heute der Auftakt, wird eine Folge, eine Silvesterfolge von Wodka Orange wird ausgestrahlt. Sehr lustig. Ja, ja. Wie war noch nicht so behaart, Daniel, gell? Ja. Oder noch nicht? Nein, da ist nur Flaschen drunter. So, ja. Also, ja, aber er war so schlank, er hat damals nur in der Flasche reingepasst. Ja. Herrlich. Aber wie gesagt, Michael Nirvarani und Viktor Gernot machen nur den Auftakt. Wir werden in dieser Nacht unter anderem allen Leuten hier begegnen, die schon im Rateteam dabei waren. Die vier da mit Schäuber, Maurer, Henning etc. Die Klassiker, Helmut Qualtinger, Gerhard Bronner, eine großartige Nacht und wir sind der Auftakt. Ich freue mich auf ganz viele schöne Antworten. Gehen wir es an. Ich möchte gleich zu Beginn wissen, was ist ein Kavalierriss? Das ist okay, reden wir über Wodka. Also das ist, wenn ein Kavalier also zu enge Hosen hat und kniet sich nieder vor seiner angebeteten Lebensabschnittsbegleitung und das ist, kann passieren. Ja, also, aber warum? Das kann jedem passieren. Ja. Unbedingt. Und wenn es ein Kavalier passiert. Wenn man meistens eine Hosen hat, die schon länger gedient hat. Ja? Mhm. Diese Anzüge sind ja meistens schon, wenn man 17, 18 war. Ja. So. Zwängt man sich hinein und dann ist halt greif. Es gibt ja so Fracks, gell, die nur zum Stehen sind. Mhm. Und der Kavalier hat ja oft einen Frack an. Und dann denkt er nicht dran, dass es ein Stehfrack ist und setzt sie nieder. Dann hat er einen Kavalierriss. Ein Stehfrack? Ein Stehfrack. Ja. Nein, wirklich? Ja. Der darf nur stehen? Weil es einfach schön ausschaut, aber es nur im Stehen. Oder im Liegen. Der steht dann nicht, aber wenn er sitzt. Fast die gesamte Frauenkleidung ist nur da, damit man stehen kann. Mhm. Du kannst dich mit heutzutage mit kaum einer Jeans mehr hinsetzen, ohne dass du hinten alles freigibst. Also das beliebte Maurer-Dekolleté. Ja. Mit Bäckerl. Ja. Genau. Genau. Eine Waschmaschine. Da steht Kavalierriss. Ja. Ich frage mich, ob dieses Hemd auch reißt, wenn du die nach vorne bügst. Noch das nicht ganz, ja. Wo ist der Unterschied zu dem von letzter Woche? Dass dies transparent ist. Ja, das ist transparent? Deine Brustwarzen. Ja. Nein, ja. Da hat er ja die Hosenträger über den Brustwarzen. Ich merke es ein bisschen. Das ist nicht gar nicht die Musterung vom Hemd, das ist der Brust. Nein, das ist mein Wampen. Ich wollte ein bisschen Sex in die Sendung einbringen. Ist dir sowas von gelungen? Es ist mehr als sieben. Ja. Das ist mein Hemd. Das ist eine Pigmentstörung mit einem Kragen. Lukas. Ja, schön. Eine Pigmentstörung. Das kann auch sein, dass ein Kavalier also einen Aufriss tätigen möchte, ja. Wo man sich oft die Hand verletzt dabei oder weil es handig ist oder kantig ist, die Dame. Mhm. Und das kann schon passieren. Mhm. Dass die Lippen spalzt beim Handkuss. Ja, durch den Ring vielleicht. Das ist halt ein Riss. Das ist der Kavalierriss. Kavalierriss. Oder, aber wenn du sagst, wenn es ein Kavalier einen Aufriss macht, ja, dann macht er das vielleicht anders als irgend so ein Prolo-Macho. Mhm. Ja. Ja? Mhm. Ja. Natürlich. Kavalier, ja. Also ja. Kavalierriss.
Entschuldige. Der sagt nicht, Alter, deine Augenfarbe passt so super zu meiner Bettwäsche, sondern... Küsst die Hand, sich vor und hat dann nicht den sogenannten Hexenschuss, sondern einen Kavalierriss. Der Meister sammelt schon einmal. Aber gut, aber Monika, du hast vom Aufriss schon gesprochen. Ich habe gemeint, der macht einen Aufriss mit Niveau. Der Aufriss ist aber, der gehört zum Kavalierriss. Hat es damit zu tun? Ja, wirklich. Hat damit zu tun. Aufriss, Frau oder Straße zum Beispiel? Ja. Also ich habe schon von Frauen. Okay. Ja, gut. Ja. Nicht Grundriss, Aufriss, Seitenriss oder was? Das ist dann vielleicht der Augenblick, wo sein buchstäblich gutes Benehmen eine kleine Pause einlegt. Ja. Wenn er, keine Ahnung, wenn sie wo sich der Kavalier vergisst. Genau, wo sich der Kavalier vergisst. Sie sitzen beim Essen und er sagt, Schatz, könntest du mir bitte meine Geldbörse reichen? Meine Geldbörse bitte. Schatz, wenn du so lieb wärst, könntest du mir... Hörst du, Trampel, gib mir dein Pferd um! Ich weiß, was du meinst, aber... Der Kavalier ist... Das ist Kavalier mit Tourette-Syndrom. Aber da habe ich verwechselt. Okay. Kann ja sein, also Kavalier, der sich gut verhält, jetzt ist der auf irgendeiner Party und ist aber rotzig. Und rotzig? Er hat eine rotzige Nase so, und kommt drauf, ich habe keine Taschendirkel mit, wo ist die nächste Hand? Was ist da jetzt Kavalierriss? Oder wir sind ja der Botanik, sagen wir mal. Moment, ich will. Nein, lass ihn doch nicht ungeschoren mit so einer grauslichen Geschichte davon kommen. Wo ich finde deine Kappe sehr schön. Was hat das mit Kavalier? Aber da wären wir wieder beim Vorhang. Da gehst du zum Vorhang, als Chevalier machst du. Ich weiß nicht, was damit zu tun haben kann, aber. Aber Chevalier, das ist. Stichwort. Chevalier? Was? Chevalier. Französisch! Natürlich, aber Chevalier, das Wort Chevalier, Kavalier. Das heißt Kavalier? Mhm. Aha. Ja. Ich glaube, es heißt Otto. Chevalier! Das Wort Kavalier leitet sich vom Chevalier, vom Reiter ab. Und dadurch hat aber auch der Kavalierriss etwas mit einem Reiter zu tun. Das hilft nicht. Herr Unkas Resentaritz, übernehmen Sie. Der Kavalier beim Reiter, ja, also, wo ist das? Wie ist mein Name? Du hast einen Ansatz geliefert und genau damit hat es zu tun. Mit dem Stehfrag war irgendwie. Ja, der Stehfrag. Der Kavalier nennt ihn. Ich habe den Aufriss ins Spiel gebracht. Dann hast du etwas über den Aufriss gesprochen und er hat gesagt, Aufriss, Frau oder Straße. Das waren seine Assoziationen. Bis dann der Großmeister des Kabarets, Lukas Resetaritz, noch eine andere Assoziation zum Thema Aufriss. Erinnert dich. Ja. Und was hast du gesagt? So? Ich weiß es nicht mehr. Du hast doch von... Handybussi. Zeichnung. Hexenschuss. Der Aufriss, der Grundriss. Der Grundriss, der Seitenriss. Ah, das. Genau so ist es. Und damit haben wir ja eigentlich schon fast die Lösung. Weil wir haben hier den Grundriss, wir haben hier den Aufriss. Auch das kann ein Aufriss sein. Auch das kann ein Aufriss sein. Auch das kann ein Aufriss sein. So, und woher kommt jetzt der Kavalierriss? Von der anderen Seite. Das Haus von unten. Wenn du von unten Köln aufschaust. Genau. Nein. Wenn du von oben aus der Höhe, sag ich mal, eines Reiters herabschaust, hier kommt der Kavalierriss, ja? So, nächster. Na komm, Kavalierriss. Wo ist er? Kavalierriss. Ja, da, bitteschön. Wo ist der Reiter? Das schaut ganz gleich aus wie es ist. Wie? Das was kann doch das? Kein Reiter über ein Haus springen. Das Haus schaut aber. Ich sehe gar nicht, dass er springt. So. Es ist die Position. Das ist nicht von oben, von unten, sondern aus einer gewissen Höhe schaust du auf das Objekt drauf. Aus welcher Höhe? Aus der Reiterperspektive. Du stehst nicht am Boden, aber du bist etwas erhöht. Und da reitest du und haust deinen Schädel ab. Bitte hättest du nicht. Du reitest nicht durch, du schaust das nur an vom Pferd. Okay. Du stehst da so ruhig drinnen, ruhig drinnen. Ich muss mir das Gebäude anschauen. Reit doch nicht drauf rum, nein, ich reite nicht durch, ich schaue nur so. Ich habe das Gefühl, wir reden durcheinander. Nein. Schau ich auf das Blaue, wenn ich da reite, oder auf das Rosane? Und wenn ich auf einem Esel sitze? Und wie ist das? Aber
es muss ja genormt sein, nach Ländern. Spanische Pferde sind ein bisschen kleiner, ja, dann gibt es die Norweger, sind ein bisschen hecher. Also nach welchem Pferd, das der Kavalier sitzt? Gleichwertig bös. Wieso? Nach welchem Haus vor allem, wenn das mehr Stöcke hat, wird es schon schwer. Und vor allem muss der Architekt ein Pferd in der Werkstatt haben, dass er aufgeschaut auf das Ding. Was wollt ihr jetzt? Das war knapp, du. Jetzt ist er besser. Kavalieris aus der Sicht, aus der Position eines Reiters, weil eben Chevalier, Reiter, Kavalier und so weiter. Und welche Höhe hat das jetzt? Nicht Pony, nicht Pony, nicht Esel, Reiter, Pferd, okay? Mein Pony ist so. Dürfen wir eine neue Frage stellen? Erst bedanke ich mich bei der Alpen. Beim Pferd. Beim Pferd. Bravo. Ich bedanke mich bei Ute Hörtenhuber aus Lambach. Danke. 300 Euro Studiengutschein für den Kavalieris. Wahnsinn. Es gibt noch jemand anderen bei uns in der Sendung, der ein Problem hat. Das ist unser Archivar, der Herr Bruckmann. Er fristet sein Dasein im Untergeschoss des Archivs. Und Herr Bruckmann, wo drückt der Schuh? Grüße, Herr Oliver. Haben Sie das da schon gesehen? Ich kann da einen Magazinbeitrag aus Ostasien bestellen. Da heißt es in der Kurzbeschreibung, in Südkorea wird alljährlich Mitte November der gesamte Flugverkehr für 40 Minuten eingestellt. Aber warum? Schreiben die natürlich nicht dazu. Die wollen ja, dass man den Beitrag bestellt. Und das kostet natürlich. Haben Sie eine Ahnung, worum es sich dabei handelt? Wir werden versuchen, das Geheimnis zu lüften. Also warum wird in Südkorea einmal im Jahr der Flugverkehr komplett eingestellt? Ich glaube, es geht um ein Schaltjahr und um die Zeitumstellung. Die werden wahrscheinlich aber auch jedes Jahr ist nicht Schaltjahre. Die haben jedes Jahr zwei Stunden vor oder zwei zurück, oder was, da kommen so vier Stunden, da fliegt halt keiner. Naja, wieso? Was? Ich weiß nicht, du musst fragen dort in Dingskorea. Nein, ich frage dich. Du bist hier, dafür diese Fragen zu lösen. Wieso wird wegen einem Schaltjahr, das alle vier Jahre kommt, einmal im Jahr in Südkorea der Flugverkehr? Nein, Schaltjahr vergessen, das lassen wir unter den Tisch fallen, Kartunka. Aber wir können es auch so machen, dass wir jetzt nur nehmen, rein, also wir nehmen nur rein, dass wir... Was denn? Was die Zeitumstellung? War Zeitumstellung. Sommerzeit. Da waren tote Fisch, war klar. Ja, und. Mit oben. Ja, Zeitumstellung. Früher ist zweimal Sommer. Im Jahr. Ja, eben zweimal im Jahr. Kommen so vier Stunden. Wenn es zwei sind, kommst du vier Stunden. Wieso kommst du da vier Stunden? Das ist ja bei uns auch so. Ich möchte mich ganz kurz an die Zuseherinnen und Zuseher wenden. Das, was ihn angreift, das gibt es nicht in der Apotheke. Russland hat zwei Stunden Zeitumstellung. Ja? Russland hat überhaupt keine Zeitumstellung mehr. Immer? Nein. Seit wann? Damit. Wissen die das? Ja, wir sind jetzt clean. Bringt nichts. Nein, bringt nichts. Vielleicht stellen sie in Südkorea die Uhr nicht eine Stunde nach vor und eine Stunde zurück, sondern um 40 Minuten. Na? Dann wird es kompliziert. Die südkoreanische Sommerzeit, sie bestellen heute Nacht. Ja, die haben eine andere Schrift mit den Ziffern und alles. Ja. Die kriegen das voll durcheinander und da kann und niemand fliegen. Und da hat sie 805 einer verdaut. Ja, da hat sie so gemacht. Und seitdem ist die Zeitrechnung im Kiebel. So kommen sie jetzt auf eben diese Zeit. Und deswegen fliegen die Flugzeuge nicht? Ja, genau. Ja, wieso nicht? Das weiß niemand. Nein! Kraniche, Rudel, wie heißen viele Kraniche? Kraniche. Viele Kraniche, die wohnen dort, essen. Über ganz Südkorea. Und dann fliegen die über ganz Südkorea nach Nordkorea. Und dann gleich weiter, also, weil dort gibt es nichts zu messen. Normalerweise fliegen ja die Vögel in den Süden, in Südkorea fliegen sie in den Norden. Genau. Gut. Also für alte Menschen in Korea sind, heißt es jetzt nicht mehr so, und heißt Nordkorea, Südkorea. Weil so viele brauchen und die, mit dem Ding. Das haben sie jetzt geändert vor 10 Minuten, glaube ich. Das gibt es nicht in der Apotheke.
Aber was der Lukas gesagt hat, dass so Vögel durchziehen, weil dann sind es halt Vögel, die halt gerne in den Norden ziehen. Gibt sicher. Ja. Und wenn es dort im Flug kommt. Eisvögel. Eisvögel. Genau, Eisvögel, genau. Und die halten sich genau an die 40 Minuten. Genau. Okay? Na, 40 Minuten Überflug. Die sprechen sich schon ab vorher. Ne? Die treiben es zusammen mit Falken und so. Das ist ein Rudel. Und wenn da so ein Propeller kommt. Ja. Gut, nein. Nein. In Südkorea ist es so. Enormer Leistungsdruck. Ja. Und nur wer es auf die richtige Universität schafft, hat später die Chance, den Job bei einem der angesehenen Konzerne zu bekommen. Und landesweit finden diese lebensentscheidenden Aufnahmeprüfungen in über 1200 Zentren am selben Tag und zur gleichen Zeit statt. Weißt du, so eine Art Zentralmatura südkoreanisch. Deswegen kann man nicht fliegen? Nein, weil damit die rund 650.000 Kandidatinnen und Kandidaten ungestört bleiben. Ja. Aha. Genau. Also wenn die Autos hupen, ist wurscht und so, wenn die Kraniche vorbeifliegen, die Mörder schreien, ist egal, nur die Flieger nicht. Die Zentren sind wahrscheinlich so, dass sie nicht direkt neben einer Schnellstraße sind. Also ich glaube, da kannst du irgendwie diesen Lärm, den kannst du abhalten. Aber den Flugverkehr, das kann schon ziemlich stören. Moment, also in einer Ausnahmesituation, also wenn ganz Südkorea ruhig ist, machen die einen Test. Ja. Und hakeln müssen sie aber, wenn es laut ist. Mhm. Und wie produktiv genau ist das Land? Sehr. Ja. Ich habe viel die meisten Sachen. Nee, darfst du nicht fragen. Na schon, ich muss ja. Gut, aber das ist der Grund, warum 40 Minuten lang einmal pro Jahr in Südkorea keine Flugzeuge fliegen. Ich darf eure Aufmerksamkeit jetzt auf den nächsten Fachbegriff lenken. Wer oder was, und es hat nichts mit mir zu tun, okay? Es hat wirklich nichts mit mir zu tun. Schöne Einleitung. Wer oder was ist eine Steuerflasche? Es hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß es. Steuerflaschen sind meistens sitzen genau im Auto vor mir. Und ich glaube, du flirtest mit mir, bis da und das Licht, die Lichtung bekommt. Ja, ich kenne es, wir sind auch schon mal Konvoi gefahren. Ja. Man muss irgendwelche Getränke Steuern zahlen und in manchen Ländern haben sie kein Computersystem, sondern pro 10 Flaschen Wein muss er auch Steuerflaschen beim Finanzamt anliefern. Heißt das? Also gut. Steuern, genau, weil Steuerflaschen sind das Gegenteil von Pfandflaschen. Genau. Mhm. Genau. Ja. Also, da muss ich, bevor den Wein noch abfülle, allein schon für die Flaschen zahlen. Mhm. Ja? Nein, wenn du aber kein Geld hast, gibst du ja noch Flaschen. Genau. So jetzt? Oder ja, genau. Also, du zahlst, was du die Flaschen zurückgibst. Verstehst? Also, du tust das in den Automaten und dann musst du noch einwerfen wie beim Parkticket. Aha. Genau. Wo ist und, das? Beim Finanzamt? Ja. Nein, beim Biller. Aber nur bei deinem Biller. Bei uns das ist das, was du meinst, ist das Einkaufswagen. Ja. Manche sagen zur Steuerflasche auch Hängetaster. Was? Hängetaster! Das sind Affen, die kenne ich. Die hängt so oben und dann langsam zum Fummeln am Nachbarn. Das sind die Hängetaster. Und wieso nennst du sie auch Steuerflaschen? Ah, das ist ein langwieriger Begriff. Der erste Steuerbeamte, der auf der Insel die Steuer einführen wollte, wurde auch betastet von diesem Tier. Mhm. Und da kommt's her. In der Apotheke, wollte ich nur sagen. Das ist ein Steuergerät. Ja, 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 ja. Weil, schau, jetzt ist doch klar, wenn etwas Steuerflasche und gleichzeitig ein Hängetaster ist, muss es etwas vielleicht steuern, das aussieht wie eine Flasche oder was hängt und Tasten hat. Es hängt wie eine Flasche und man das Garagentürl macht man auf. Ja, das geht meistens mit einer Fernbedienung. Ja, aber früher waren Steuerflaschen. Also bei einem LKW für diese LKW, genau, Kräne, Packer. Kräne zum Beispiel. Und wenn du dann diese steuern möchtest, dann schaust du dir das an und das ist... Ja, Steuerflaschen, sorry. Eine Steuerflasche oder ein Hängetaster. Es ist gelöst und ich bedanke mich bei Werner Schrefel mit einem 300 € Büchergutschein. So.
Meine Damen und Herren, ich darf mich wieder einmal, wie jede Woche, vertrauensvoll an Sie wenden. Bitte, es ist Zeit. Setzen Sie sich an den Computer, schicken Sie uns ein E-Mail mit Ihrer Frage oder stecken Sie ein Ding der Woche ins Postpaket. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Die Adressen sind eingeblendet. Weiterhin besuchen wir Sie auch gerne mit der Kamera, wenn Sie meinem Rateteam die Frage persönlich stellen wollen. Und diese Woche waren wir in Wien. Schönen guten Abend. Ich bin der Moritz aus Wien. Ich habe eine interessante Geschichte gefunden. Der brasilianische Fußballverein Recife hat für seine Spiele Dutzende Frauen engagiert. Zu welchem Zweck war das wohl? Mhm. Nachwuchs. Sie haben die Hooligans besänftigt. Sehr. Wie? Publikum, ganz schlecht, ganz schlechtes Benehmen. Sie haben die Mütter der größten Raufbolde engagiert, damit die dann mal die Ohren lang ziehen, wenn sie mal hören, was die im Stadion für schlimme Sachen sagen. Na, ich glaube, du bist gar nicht weit weg. Ich habe so eine Geschichte gehört. Ich glaube, du hast ein Auflösungsgesicht. Ich habe das auch. Du hast ein Auflösungsgesicht. Sie haben die Mütter von den Hooligans engagiert, damit die Fans beruhigen. Vamos! Wieso weißt du das? Was Zeitung lesen zahlt sich. Du hast doch überhaupt keine Zeit, Zeitung zu lesen. Du musst proben für Richard Österreicher und deine Big Band-Auftritte. Ja, ich spiele mit ihm im Globe, im Niertheater. Wahnsinn. Am 10.11. Was? 11. Am 10.11. oder 10.11.11? 10.11.11. Also am 10. und 11. November oder am 10. November? Das am 10. November. Im Sechstag. Geburtstag von Richard Viertag. Österreicher auch, ja? Ach, großartig. Ja. Ist heute der 6. 82, 83 Jahre. Ja. Sechster. Ah, heute ist der Sechste. Heute ist der Sechste. Genau. Entschuldige. Ja, aber wenn man so ein Hemd dann hat, darf man Paterkind nachsehen. Ja. Vorzeichenfehler einfach. Ja, nachdenken. Wegen Rechnen haben wir die nicht hergeholt. Ja, wir machen ein feines Big Band-Konzert. Wird super werden. So, wir kommen zum Ding der Woche. Passt auf. Heute wird. So kreativ, Wahnsinn. Passt auf, das ist das Ding der Woche. Ich habe es nur in vierfacher Ausfertigung. Also es ist, man verwendet es einmal. Aber weil ja heute die lange Nacht des Kabarets und der Satire noch hier auf diesem Kanal auf Sie zukommt, haben wir jetzt hier ein kleines Rätsel vorbereitet. Mhm. Welche Comedy-Show des ORF, in dem auch zwei sehr bekannte Mitglieder unseres Rateteams mitgewirkt haben, wird hier dargestellt? Frank den Hut. Schneewittchen und die vier Zwerge. Hm? Ich weiß es. Ach, du weißt es? Die vier da. Richtig, die vier da. Ja, das ist ja. Wir haben heute auch in der langen Nacht des Kabarets gezeigt. Ja. Und ich wollte ja sogar entweder Schäuber und Maurer heute in der Sendung haben, aber die hatten keine Zeit, weil Maurer bereitet gerade sein Kabarettprogramm der Tolerator-Premiere vor. Nichtsdestotrotz, das ist das Ding der Woche. Danke. So, und ich zeige Ihnen, meine Damen und Herren, wozu das Ding der Woche dient. Bitte schön, schon mal vorab via Insert und ja, wer es braucht. Ne? Gut. Ich bin neugierig, wer es als Erster aufhat. Welcher Körperteil damit wohl verdeckt wird? Ja. Das geht sich nie aus. Das ist zu klein. Das ist schon zu klein. Ja. Ein Gott. Ja, entschuldige. Die Leute zu Hause haben jetzt gerade noch mehr gelacht als wir hier im Studio, weil die Antwort kennen. Ich sage nur, wenn du wüsstest. Wenn ich wüsste, ja. Ich weiß es nicht. Das ist auch ziemlich unspektakulär. Wie ein Eierwärmer. Ja, es sieht aus, wie wenn es nicht aus einer industriellen Fertigung wäre. Das ist schön gearbeitet, aber es ist gar keine, was ist das, so eine Kennung oder sonst was drinnen. Na. Hübsch. Ja. Mhm. Es hat doch kein Gummiband. Für einen Eierwärmer müsste es, glaube ich, so ein bisschen ovaler in der Form sein. für Spitzeier. Was ist denn das für ein Material? Manche so Möwen haben so kegelförmige Eier. Die kann, Möwen? Ja. Damit sie nicht vom Felsen runterrollen. Ja, Entschuldigung.
Aber es ist, weil es gibt ja Leute, die setzen ihren Haustieren die unmöglichsten Dinge auf. Also da müssen dann Hunde im Superman-Kostüm rumlaufen und so. Und vielleicht irgendwie so heranwachsende Welpen oder kleine Katzerl. Und Haustiere? Ja, Haustiere. Ja, Haustier, glaubt ihr, setzen der Haustier unmögliche Dinge auf. Und man schon denkt, aber das kannst du an Nashorn, wenn es so aussieht, kann man vor, dann schaut es ganz lieb aus. Damit sich so weh tut. Fürs Haus Nashorn, damit keine Möbel beschädigt werden. Das ist Spitze, komm her. Nein, ich befürchte es ist. Ja, wie schön bist du. Du würdest das wirklich deiner Haustüre aufsetzen, weil du. Würde nicht passen. Aber es ist die Frage: Es gibt doch diese Getränkebecher, wo man sich in irgendwelchen öffentlichen, diese Wasserkanister hängen. Ja. Das ist für den Winter, das ist gepolstert, das Wasser nicht zu kalt ist, wenn man es trinkt. Aber es gibt meistens da einen roten... Stoff ist, ja, schon, man muss halt geschwind trinken. Und dann spitzt das keine Radl machst. Außerdem gibt es einen roten... Das sind Scharnitzel. Es gibt einen roten Hebel und es gibt einen blauen Hebel. Nicht immer. Es gibt immer nur so, also, wo was rausrinnt halt. Autos oder... Naja, gut, gibt es mehrere Möglichkeiten. So, bitte. Gut, bitteschön. Ja, ich glaube schon, dass wir bei der Tierwelt ganz richtig angekommen sind. Wir nicht, du. Ja, wir sind nicht in das Haus Nashorn, wobei es wird dir auch gut passen. Ich darf das sagen, oder? Ich verstehe das jetzt nicht. Willst du kurz eins ausprobieren? Nein. Oh ja, probier's aus. Ah, oh, aber ich bin jetzt ist runter. Jetzt ist runter. Wo soll ich's jetzt aufsetzen? Na, wo wohl? Oh ja, das ist super. Fürs Haus, Nashorn, Schnupfen. Es macht dich jünger. Gibt's vielleicht auch in anderen Farben? Das ist vielleicht so ein Dauertaschentuch. Damit man sich nicht die Nasen putzen muss. Man leert's wieder aus. Ein Popelsammler ist das einfach so. Ja, solange man durch die schneidet man sich rein und dann geht man wieder zum Wasserspender und der nächste trinkt. Ja, es gibt. Ja. Ja, aber offensichtlich setzt man das irgendjemanden auf. Nein, man setzt es niemandem auf. Nein, das ist ein Filter. Wenn man den Filterkaffee, der grauslich ist, nicht mag, kann man da wieder zurückfüttern. Dann kommt unten ein Wasser raus. Es ist genau dafür, wo einer von euch schon gesagt hat, aber dafür kann es ja nicht sein, das geht sich nicht aus. Was? Also doch. Doch einfüllen? Nein, nicht das. Aufsetzen. Du meinst, aufsetzen. Du meinst, ach so, du meinst, das es ist für ein, das. Für das du meinst, ein Biokondom? Vegan. Das ist praktisch. Auswaschbar, öfter verwendbar. Auch für den Trockner geeignet. So, jetzt mag ich es nicht mehr halten. Du hast gesagt, mit Aufsitzen. Kann man das ganz kleinen Mäuschen. Ich habe gerade einen Spazi-Schützer auf meiner Nase gehabt. Das ist harmlos. Ich darf dich daran erinnern, dass du einmal schon den Schweinebesamer im Mund gehabt hast. Also ich das hat er richtig abgeschreckt. Das spart die Schütze auf der Nase auch nicht. Soll ich dir was sagen, mit dem bin ich noch immer zusammen? Wir haben auch schon Nachwuchs. Ja, aber es muss natürlich eine Größe sein, wo das drauf passt. Also ist es für? Ein Tier. Nein, es wird. Wenn man schiere Warzen hat, kommt das drauf. Für kleine Kinder. Ja. Für Buben. Für Buben. Ja. Ein Spatzi wäre mal für Buben. Ja, geht's jetzt ums Pimpern oder nicht? Wirklich? Ja! Nein! Entschuldige! Ja. Weißt du, was das Schöne ist? Am Schluss führt ja der Oliver immer das vor, die Verwendung. Das Ding ist der Woche. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja.
ausziehen. Es ist ein Wickelhütchen. Sicher. Schoppen beim Wickeln einen Hut auf? Wieso? Passt auf. Nein, weil so oft Lulu machen die Buben beim Wickeln, ja. Und deswegen und heißt das auch, pass auf, der Name. Wisst ihr, wie das heißt? Pipi-Tipi. So. Und jetzt holst du die Erwachsenenwindel raus und dann spielen wir das jetzt. Oh, leider nichts mehr drin. Leider nichts mehr drin. Auf jeden Fall hast du es im Gesicht gehabt. Ja. Da drin wohnt der Lulu-Indianer. Genau aus diesem Grunde, damit, also ich meine, wenn du dein männliches Baby wickelst und das da gerade in dem Moment, wo du es wickelst, so. Geht dann oft ins Gesicht, kann und dann rein in die Augen. Das so. Kann ja anders gelenkt werden beim Buben als beim Mädchen. So. Genau, und dann legst du das kurz drauf, dann kannst du in Ruhe wickeln. Wenn was passiert ist, kannst du es nachher entsorgen. Ja, möchtest also, du für den Emil eins mitnehmen? Ja, ich habe auf was gedacht. Ja. Wenn das du nicht kannst es verwenden. Ich, weißt du? Du kannst es verwenden. Ja, ich kann es verwenden. Na wunderbar, dann kriegst du meines auch noch. Und ich bedanke mich bei Melanie Garleitner aus dem Internet. Und es ist zugeschickt, 300 Euro. Der ORF feiert 60 Jahre TV und hat zu diesem Zweck mit nostalgischem Augenzwinkern die Tradition der Programmansagerin wieder aktiviert. Bitte, bis wann gab es die im ORF? Was schätzt ihr? Bis wann gab es im ORF ein Programm? 1998. 1998? Ja, die haben es 90er irgendwann, ja. 2005? Weiter oben? Ja, 80er. Es gab dann noch so die junge 2000. Version, so mit Thomas Goldmaschinen, Wolfgang Angermüller bis zum 31. August 2001. Echt? Ja. Okay. Und eine der legendärsten Programmansagerinnen, ich glaube, ich brauche nicht weiter. Chris Lohner! Chris Lohner! Und die wird auch heute. Ich dachte, die Ursula Stenzel. Nein, die macht jetzt ganz andere Programmansagen. Ja. Ja, ich rede von Chris Lohner. Die wird auch diese lange Nacht des Kabarets und der Satire, die eine Stunde nach Sendungsende, unserem Sendungsende beginnt, wird sie moderieren, ansagen. Und sie hat auch jetzt die Promi-Frage für uns. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Promi-Frage der Sendung Was gibt es Neues? Ihr Lieben, manche Begriffe sind ja wie gemacht für euch. Zum Beispiel der, den ich euch jetzt zum Enträtseln präsentiere. Die Schummelnudel. Ich bitte um eure Vorschläge, worum es sich dabei handeln könnte. Bitte, Herr Stipschitz. Schummelnudel? Schummel. Ich zeige es euch jetzt nicht. Nein, machen Sie nicht. Was ist die Schummelnudel? Ja, es gibt ja nicht nur Push-ups für Frauen, ja, damit der Busen größer wird. Ja. Es gibt, das gibt auch. Ja. Das gibt's, so. Markus, ja. Du warst Balletttänzer, du weißt das ganz genau. Es gibt auch Attrappen, wenn zu wenig bei den Männern in der Hose ist. Karotte ist eine Schummelnudel. Zum Beispiel. Die Zwarersocken beim Bundesheer. Karotte, da würde ich doch eher, was weiß ich, eine Melanzani oder. Hasenpfote. Melanzani, da gibst du aber schon ordentlich an, oder? Na, hallo. Ich geb vielleicht einen Zierkürbis oder was? Ein Essiggurkel. Ohne den guten alten Medizinball. Irgendwas Kompaktes. Ein Bodenbruch. Dann gehen wir weg einmal von dieser Thematik. Tannenzapfen ist ein Klassiker zum Beispiel, bei Balletttänzern. Die laufen doch so spitz zu und haben Schuppen. Nur wenn sie den Samen verteilen. Der sich in dem Zapfen befindet. Also wenn das, was vorher so glatt ist, dann das geht auf. Ja. Und dann fallen diese kleinen Schürchen. Man kann es auch ins Essen tun, aber es schmeckt nicht. Man kann Und das ist dann, was dann. Na, der Baum will ist sich ja auch weiter befruchten. Ist das, was du manchmal so inhalierst?
Nein, viel teurer. Also, wir kommen übrigens nicht zum Essen, nur dass du weißt. Okay. Aber das sind schöne Schummelnudeln. Ja, ja, definitiv. Ja. Vielleicht sind so vegane Spaghetti. Vegane Spaghetti? Ja, ja, das ist ohne Möhl, ohne Wasser. Und, nein, das ist ohne, das ohne. Ohne, ohne, ja. Am Veganen ist... Genau, die von den Bäumen fallen. Ja, aber ja, ohne. Ohne. Ich verstehe immer, was hätten Sie gerne vegan? Ich hätte einen Teller ohne, aber genau, ohne, ohne. Genau. Weil sonst ist oft da, dabei. Weil sonst bist du halt allergisch. Ohne Mehl, vegan. Mehl ist doch... Da ist Eier doch, sind normalerweise. Dotter sollte schon in, einer, ja, in einem Nudelteig sein. Ja, eben. Ja, aber vegane. Mehl ist doch nichts Tierisches. Oh ja, nein, das, aber dann... Das Getreide hat auch Schmerzen beim Mahlen. Das Ei ist tierisch, oder? Eine neue Frage. So, danke. Ein geschroteter, getrockneter Marder einfach. Also so ein Nudelersatz quasi. Ein Nudelersatz, mhm, ja, Nudelsurrogat, genau, eine Schummelnudel. Ich habe gesehen, die Veganer nehmen, wenn die Tortillas machen, nehmen sie statt dem Platschgaserl blau. Bitte, ein Platschgaserl? Ein Platschka, also das Tortilla, der Teig selber, wir sagen Platschka dazu. Platschkerl. Wo sagt sie das? Im Burgenland. Ach so, okay. Ja. Dann kann ich es ja nicht wissen. Nie gehört? Platschkerl. Genau, wo im Burgenland? Oder Burgenland, die Wiege der Tortilla, wie wir. Tortilla, das ist es. Schönen Dank. Ja. Platzki meinst du? Platzki, ja. Platzki, ja, genau. Ja. El Stippschitz reitet wieder. Schummelplatschka. Schummelplatschka. Aber es ist vielleicht so beim Bundesheer, da gibt es ja diese Musterung, ja, wo man auch durch die Gesundheitsstraße muss. Mhm. Da hört man dann vielleicht aus dem Zimmer, wo gerade die Untersuchung der männlichen primären Sexualorgane ist. Was wollen Sie da mit dieser Schummelnudel? Wo warst du bei der Stöller? St. Pölten. Glück gehabt. Ich habe bei der Musterung die Musterung gekriegt, deswegen. Ja. Sehr schön. Schön, gell? Ja. Sehr aber schön. Grün, ja. Man kann ja auf Teigwaren auch schreiben, oder? Auf Teig? Man kann auf einem Reiskorn schreiben. Ja, ja, eben. Ja. Und das ist ja auch gut, weißt du, bei der Mathe-Schularbeit, wenn du da die ganzen Sachen auf die Nudel aufschreibst und die vorne hinlegst, kommt ja nie wer drauf. Ja, so gut, da hat die Nudel mit, ja. Und? Ja, ja. Ja, aber das geht maximal für 5 Minuten Diktat. Für eine ganze Schularbeit geht das nicht aus. Nein, aber der Stippschitz hat sich mit Farfalle und Bene die Matura erschummelt. Genau. Großartig. Ich würde Folgendes vorschlagen. Fragen wir einfach die Chris Lohner. Ja. Und die verrät uns jetzt zum Abschluss dieser Sendung, was eine Schummelnudel ist. Nochmals einen schönen guten Abend, liebe Zuseher. Schön, dass Sie bei meiner Promi-Frage im Rahmen der Sendung Was gibt es Neues mit dabei waren. Ich darf Ihnen nun die Antwort präsentieren. Schummelnudel ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein Estomp. Ach so, ihr könnt nicht Französisch. Okay, also ein Estomp ist ein stiftartiges Zeichengerät. Das heißt, es ist eigentlich wie ein Bleistift mit einer Gummispitze. Und das wird verwendet bei Kohle-, Bleistift- oder Kreidezeichnungen, wenn für Schatten oder Übergänge die Farbtöne miteinander verrieben werden. Schummelnudel heißt das Ding deshalb, weil das manche Künstler für Schummeln halten, wenn dieser Effekt nicht durch aufwendiges Schraffieren, sondern durch simples Verwischen erzielt wird. Okay? Bis später. Großartig. Chris Lohner, professionell wie immer, alles erklärt, es bleiben keine Fragen mehr offen. So, wir wünschen jetzt viel Spaß mit der langen Nacht des Kabarets und der Satire. In einer Stunde geht's los. Mit nur Gernot Michael Navarani beginnen, dann geht es weiter mit Helmut Qualtinger als der Herr Kabel, Dorf aus Donnerstag, die Vierter und viele weitere Highlights aus 60 Jahren Fernsehen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen schon am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende.